Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Guten Morgen, hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Katja und heute starte ich einen neuen Vlog. Ich dachte, ich fange mal an, damit es ein Vlog werden kann. Ich habe mich gerade fertig gemacht, ich gehe zur Arbeit. Heute ist Freitag, ich habe heute was luftig Leichtes an. Ein Rock und einfach ein T-Shirt. Das T-Shirt ist vom Shein und der Rock ist vom C&A, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, den habe ich beim C&A gekauft, aber er ist nicht von diesem Jahr. Deswegen weiß ich nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Ja, draußen ist super heiß, aber die geben Abkühlung fürs Wochenende. Da wollten wir eigentlich uns sonnen gehen, aber naja. Auf der Arbeit ist es natürlich sehr, 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 sehr schlimm, sehr, sehr heiß. Ich weiß nicht, also wir waren jetzt mit den Kindern gestern, hatten wir einen Ausflugstag. Wir waren in unserem, also nicht in meinem, sondern in dem Kita-Garten gewesen. Und es war die Hölle. Die Kinder konnten das gar nicht aushalten, diese Hitze. Wir sind auch dann früher zurück in die Kita gegangen. Das eine kleine Kind war ja nur am Weinen. Es war echt, also das war furchtbar, furchtbar heiß. Also das drückt aufs Gemüt, weil ich vertrage dieses Wetter sowieso gar nicht. Also wenn alles, was über 25 Grad geht und ich muss mich körperlich betätigen im Sinne von arbeiten und die Kinder, die kommen ja dann auch einem ganz nah, jetzt nichts dagegen, sondern also weil sie einfach die Nähe suchen. Das ist einfach, also ich schmelze dahin. Ich habe das Gefühl, ich müsste mich jedes Mal mindestens abwaschen, weil ich, von mir fließt alles ab und ich werde dann wie eine wütende Wespe. Ne? Also ich habe dann auf gar nichts Lust, alles regt mich auf. Ich weiß es nicht. Also ich bin eher für 25 Grad maximal und das war's. Ich habe gestern auch Kopfschmerzen bekommen. Weiß nicht, vielleicht habe ich auch nicht genug getrunken. Naja, heute ist Freitag. Ja, Vicky fährt heute in den Garten mit meinem Schwager und die werden ein bisschen Rasen mähen, weil sie für Samstag, also weil der Wetterdienst für Samstag und Sonntag Regenschauer angibt mit Gewittern und so. Deswegen müssen die das jetzt machen und ich habe Maniküre und Pediküre Termin. Und anschließend, wenn ich nach Hause komme, fange ich an, zu Hause ein bisschen Ordnung zu machen, weil wir, nachdem wir vom Bildungsurlaub kamen, natürlich direkt in die Arbeitswoche gestartet sind. Und echt, also wir haben nur das Wochenende gehabt, da war die Wohnung natürlich sauber. Und dann ist eine Woche schon mal ins Land gegangen, haben wir gar nichts gemacht und dementsprechend sieht es halt aus. Also es ist nicht im Sinne Schmutz, Schmutz, aber alles liegt nicht an seinem Platz und das macht einfach die Unordnung aus. Deswegen werden wir, werde ich auf jeden Fall mal, weil Vicky sich ja um den Garten kümmert, mich ums Zuhause kümmern, das in Ordnung bringen und dann werden wir auch noch einkaufen gehen müssen, weil unser Kühlschrank ist seitdem natürlich leer und seit der Saftkur. Und ich gehe am Samstag auch noch zur Massage, darauf freue ich mich voll. Also ich habe gestern beim Ausflugstag in der Manduka hier ein Kind gehabt, an den Armen noch zwei Kinder und insgesamt hatten wir waren zu zweit, ich und meine Kollegin, 14 Kinder dabei. Also es ist, wir reden von Kindern im Kindergartenalter, wir reden nicht von großen Kindern. Ja, das war echt, also das war eine Herausforderung für sich hier. Aber jetzt zum letzten Tag in der Woche und kurz so vor dem Urlaub starte ich gut gelaunt. Ich gehe jetzt noch mal kurz ins Bad und dann geht's los. We'll be right back.
mit dem Aufräumen bin ich fertig. Jetzt mache ich uns eine kleine Suppe. Ich habe euch doch gesagt, dass ich diese Brokkoli-Stängel immer einfriere. Das ist hier. Dann habe ich hier noch Brokkoli-Röschen mit Karotten drin. Das ist auch, und Lauch. Und Sellerie ist noch dabei. Das werde ich jetzt alles zu einer Cremesuppe verarbeiten. Vicky ist gerade dabei, uns einen Saft zu machen. Sie hatten einen Safter bestellt. Jetzt nach unserer Saftkur haben wir jetzt einen Entsafter. Der Saft ist nicht für jetzt, sondern für morgen dann. Oder sie wird Schutz machen. Wir haben jetzt diese Flaschen, diese kleinen Fläschchen behalten. Vicky hat sie ausgewaschen und da kommt der Saft einfach rein, sodass wir im Laufe des Tages frischen Saft haben. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Wir fahren morgen einkaufen. Hallo Leute aus dem nächsten Morgen. Ich habe jetzt mein Stativ da stehen, da ich euch gestern vergessen habe, nicht vergessen habe, besser gesagt, ich habe es auf heute geschoben, die Sachen zu zeigen, die ich beim DM gekauft habe. Denn vor dem Besuch bei meiner Maniküristin, also meine Nägel sind fertig, ordentlich, das sind nicht lackiert. Ich werde sie jetzt vor dem Urlaub wahrscheinlich wieder mit Shellack machen lassen, aber ich finde es so eigentlich ganz angenehm. Genau, Pediküre habe ich auch gemacht. Ja, da war ich beim DM gewesen, weil mir Zeit blieb. Ich hatte früher Feierabend, als ich dachte, Überstundenabbau, und war dann beim DM, habe ein paar Sachen mitgenommen. Die zeige ich euch jetzt. Ich merke, ich bin hier rot. Ich glaube, das ist von der roten Beete. Viel habe ich jetzt nicht mitgenommen, aber so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe mir dieses Band mitgenommen. Also ich habe es schon 10.000 Mal beim Shein gesehen. Man kann damit wohl sich die Haare schön locken. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon für meine Haarlänge gut geeignet ist, aber ich probiere es aus. Es hat 5 Euro gekostet. Ich meine, beim Shein ist es günstiger, aber da bestelle ich jetzt einfach gerade nicht, weil nichts so Dringendes ansteht und wir bald auch in den Urlaub fahren. Ich habe Angst, dass die Bestellung bis dahin nicht kommt, aber das würde ich gerne ausprobieren, und das, wenn das gut ist, dann nehme ich es mit in den Urlaub. Dann haben wir hier Tees, ganz viele Tees, also Magen-Darm-Tee. Ich glaube, davon habe ich einige Tees mitgenommen, also nicht nur ein Päckchen, ich habe, glaube ich, mehr mitgenommen. Oder doch eins. Eins. Gallen und Leber, Leber- und Gallentee, so heißt es. Diesen Tee habe ich dann mitgenommen. Den trinken wir, seitdem wir diesen Leberkur gemacht haben, sehr, sehr gerne. Und dann habe ich Menstruationstee mitgenommen. Der wurde mir schon länger empfohlen, habe ich irgendwie bislang bei unserem DM nicht gefunden, aber der DM dort, wo meine Maniküristin ist, hatte es. Und dann habe ich gleich 2 mitgenommen, wie ich jetzt sehe. Ich habe schon vergessen, was ich mitgenommen habe. Dann habe ich ein paar Sachen für den Urlaub schon mal mitgenommen und ein paar Sachen für uns jetzt hier. Und für hier habe ich jetzt dieses Duschgel mitgenommen. Ja, darum hat mich jetzt Vicky gebeten. Und ich habe für mich dieses hier mitgenommen. Ich brauche was Frisches, weil wir haben jetzt zwar eins, aber das ist so ein süßlicher Geruch. Und im Sommer kann ich das gerade nicht abhaben. Deswegen, ja. Und für den Urlaub habe ich mir dieses Shampoo mitgenommen. Weil die Haare werden sowieso ganz, ganz, ganz trocken werden. Und ich setze die Hoffnung darauf, dass es die Haare dann ein bisschen nährt. Und diese Spülung, wenn es in der kleinen Variante davon das Shampoo gegeben hätte, ich hätte beides mitgenommen. Ich habe gerade was von Balea mit Aqua, glaube ich, irgendwie so eine blaue Verpackung. Das finde ich super, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass es so gut ist. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ich hoffe, dass dieses Duo auch zusammen gut arbeiten wird. Und um sicher zu gehen, habe ich noch dieses Serum mitgenommen. Ich habe das zwar noch nie ausprobiert, aber vielleicht ist es ja auch gut. Das ist auch für den Urlaub. Und Insektenschutz habe ich mitgenommen. Wir sind in Griechenland. Okay, vielleicht gibt es da keine Schnaken oder sowas. Oder also Schnaken und Mücken. Aber vielleicht dann doch. Wer weiß. Schauen wir mal. Und in der kleinen Reisevariante fand ich es halt ganz praktisch. Das war's. So, jetzt trinke ich noch einen Schluck Tee. Weil um 10 Uhr, upsie, habe ich meinen Massagetermin heute. So, wir sind da wieder vom Einkaufen. Draußen ist eine Bullenhitze und total schwül. Es ist zwar irgendwie bedeckt, aber die Sonne drückt einen richtig runter. Sogar in diesem
Kaftan, ich glaube, das heißt Kaftan, keine Ahnung, also in diesem ganz langen, leichten Kleidchen ist mir einfach unfassbar heiß. Wir haben jetzt im Aldi eingekauft, beim Penny eingekauft, wir waren beim Action, haben ein paar Sachen geholt, wir waren beim DM, haben was geholt, aber nicht für uns, ne? Und im Action auch nicht für uns. Und im türkischen Geschäft waren wir. Ich werde jetzt die Sachen nicht so explizit sortieren, sondern zeige euch einfach den gesamten Wocheneinkauf plus das, was wir noch so nebenbei geholt haben. Komplett, weil für was anderes reicht jetzt gerade meine Kraft nicht. Außerdem haben wir Hunger und wollen essen. Ich fange mit dem türkischen Geschäft an. Das ist gerade hier so praktisch abgepackt. Deswegen kann ich es euch auch zusammen zeigen, was wir da geholt haben. Und den Rest packe ich dann gleich einfach aus, lege das hin und zeige es euch. Dann kruschtelt das nicht so die ganze Zeit. So, einmal haben wir hier rosa Kristallsalz für meinen Schwager geholt. Also das ist jetzt nicht für uns. Wir haben welches da. Also Salz haben wir da. Für uns haben wir zwei große Tomaten geholt. Daraus werden wir uns gleich Salat machen. Und dann haben wir, hoppala, nicht, dass es mir hier runterfällt, eine Honigmelone, eine Hälfte und eine Hälfte von der Wassermelone. Die liegt hier. Ich räume das jetzt komplett in den Kühlschrank. Und ach so, wir haben noch weißen Käse gekauft. Ich muss mal schauen, wo der liegt. Diesen Feta-Käse haben wir mitgenommen und ich glaube, der hat etwas an die 10 Euro gekostet, wenn ich jetzt mich nicht irre. 9 Euro hat er gekostet. Also dieses Stückchen hat 9 Euro gekostet. Dann bin ich gespannt, wie es schmeckt. Das räume ich jetzt mal kurz in den Kühlschrank und dann lege ich den Rest hier aus. Die Sachen vom Mädchen zeige ich euch jetzt auch. Also Vicky hat so ein Kerzen, nennt man Lichthalter geholt. Das ist mit einem Griff. Das ist vom Action und hat, keine Ahnung, glaube ich, an die 4 Euro gekostet. Das wird ein Geburtstagsgeschenk dazu. Solche Lavendelkerzen. Und dann so eine Gesichtsmaske plus diese Hyaluron Beauty Shots Ampullen und dass das so eine kleine Aufmerksamkeit soll es werden, das wird sich schön verpacken. Dann haben wir also die Maske und Shots und so, und das da ist natürlich vom DM. Das haben wir noch beim Action mitgenommen, falls wir im Garten dann wieder grillen. Das hat nämlich Deckelchen, das ist super praktisch. Und ich habe mir diese Kulis geholt beim Action. Die brauche ich für meine Entspannungssession für meine Kollegen. Das kommt jetzt auch direkt in die Tasche, damit ich es auch nicht vergesse. Und wir beginnen in dieser Ecke. Wir haben einmal die Mundspülung mitgenommen, Sagrotan, Müllbeutel, dann die gibt es beim Aldi, die wollte ich ausprobieren. Da sind auch diese Waschmaschinen, also Waschpulverersatzblätter, sind glaube ich auch ein paar mehr drin als bei Dr. Beckmann. Und ich bin gespannt, wie die so funktionieren. Denn mit denen vom Dr. Beckmann sind wir total zufrieden, aber die riechen schon mal gut. Die riechen durch die Verpackung gut. Da bin ich tatsächlich guter Dinge, dass es auch genauso gut funktioniert. Auf jeden Fall ist es eine schöne Sache, total platzsparend. Dann Spezialsatz für die Spülmaschine. Einmal rote Zwiebel kam mit Giramon, 2 Päckchen, Dinkelflocken, Bio-Eier, dann Milchersatz, also Barista Edition haben wir mitgenommen, damit es in der Kaffeemaschine schäumt, was wir es dafür benutzen. Dann haben wir hier zweimal braune Kulturchampignons, die Schlagsahne. Zum Kochen, wir haben nach einer, die nicht aus Sojamilch ist, gesucht, aber irgendwie fanden wir keine. Wahrscheinlich müssen wir dann beim Rewe schauen, weil Soja wollte ich jetzt dieses Mal nicht nehmen, aber deswegen kam die ganz normale einfach mit. Dann kam Sellerie mit, weil wir jetzt einen Safter haben, dachte ich, mache ich uns einen Selleriesaft. Einiges an Zucchinis, einmal um so, die so zu zubereiten und dann die Zucchini-Nudeln daraus zu machen.
Dann haben wir hier, guck mal, das habe ich gesucht. Ich habe letztens das beim Rewe gekauft für 6 Euro. Ne? Also dieses Avocado. Wartet mal, ich zeig's euch gleich. Ach Mensch, jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt habe ich zweimal für Stullen gekauft. Ja, das da ist das Original und kostet 6 Euro. Und das da kostet eins irgendwas, glaube ich, so. Und die 2 Euro kostet das. Ich dachte, ich habe für Avocado gekauft, aber anscheinend habe ich zweimal jetzt Stullen. Dann kann ich jetzt einen direkten Vergleich auch damit machen, wenn wir das mal essen. Und bin gespannt. Vielleicht nehme ich das dann in aufgebraucht mit rein und erzähle euch, wie das war. Und dann habe ich noch eins für Rührei mitgenommen. Da, ja, wir essen öfters mal Rührei am Wochenende, deswegen denke ich, das wird gut ankommen. Außerdem haben wir rote Beete mitgenommen. Daraus wollte ich eine kalte russische Suppe machen. Die kann ich euch dann auch zeigen, verfilmen, wenn ich sie zubereite. Dann kamen Pflaumen mit. Das sind Aromapflaumen. Die riechen auf jeden Fall schon mal gut. Ob sie dann auch genauso gut schmecken, sollten sie eigentlich, weil es ist jetzt ja schon langsam Zeit. Wobei, nee, erst im Herbst, ne? Aber egal, also die riechen gut. Dann haben wir Schnittlauch mitgenommen, Paprikas, also einmal gelbe, rote und dann diese hier. Spitzenpaprika kam mit, einfach um die nicht zu befüllen, um irgendwelches Gemüse in unserer Heißluftfritteuse zuzubereiten. Dann habe ich Spinat mitgenommen, da wollte ich Spinat, Tomate, Cherry-Tomaten und Giraumont zusammen überbacken. Ein Bund Petersilie haben wir mitgenommen. Hier haben wir einmal Brombeeren und einmal Kulturheidelbeeren und zwei Karotten kamen mit. Dann haben wir hier zweimal Cherry-Tomaten, zwei Päckchen, ein Sack Kartoffeln, drei Gurken, einmal Lauch, dann Zitronen, da wir jetzt einen Saft haben, ganz viel Ingwer. Um uns Shots zu machen, Vicky hat uns rote Beete Shots gemacht, die sind richtig gut geworden. Und geriebenen Käse, das war's, das ist der komplette Einkauf. Mehr haben wir nicht eingekauft, doch Grapefruit, aber die sind für meinen Schwager. Der will auch, dass wir ihm diese hier entsaften. Also der kommt dann später vorbei und meine Frau und er machen das dann zusammen. Ich verräume das jetzt, dann machen wir uns einen Salat und entspannen uns eine Runde und dann gehen wir höchstwahrscheinlich zum C&A, da wollten wir hin, weil wir schon mal für unseren Urlaub ein paar Sachen kaufen wollten an Kleidung, Hosen oder sowas, weil wir haben hier einiges aus dem Kleiderschrank aussortiert. Vicky hat auch was aussortiert, ich habe auch was aussortiert und da wollten wir mal schauen, ob es was gibt, weil es ist nicht mehr lang bis dahin, 2 Wochen und dann fahren wir oder fliegen wir nach Kos. Auf Kos, ne? Auf die Insel fliegen. Auf Kos und ja, wir sehen uns im Verlauf. Ich zeige euch, was wir was gekauft haben. Leute, wir sind mit dem Einkaufen fertig, also mit dem Klamottenshoppen fertig. Leider waren wir schon so ein bisschen spät, sodass die Geschäfte schon schlossen. Danach waren wir in der Kita und ich habe den Ort hergerichtet, deswegen bin ich jetzt ein bisschen zerzaust und verschwitzt. Also Vicky hat mir geholfen, wir waren insgesamt 2 Stunden dort. Ich stelle euch jetzt im Anschluss rein, wie der Raum ausschaut und ja, jetzt hat Vicky gesagt, sie würde gerne das Auto ein bisschen abspritzen. Deswegen sind wir jetzt zum Aral gefahren. Die Kleidung, die wir gekauft haben, ich gucke, dass ich euch die verfilme, entweder jetzt, wenn wir nach Hause kommen, aber eher unwahrscheinlich. Ich glaube, es ist eher wahrscheinlich, dass ich euch die dann morgen früh abfilme. Aber schauen wir mal, wie ich lustig bin und wie ich so drauf bin, weil ich wollte uns noch diese kalte Suppe machen, von der ich euch erzählt habe. Ja. Gut, dann schaut euch jetzt den Raum an, wie wir ihn dekoriert haben. Ist wirklich schön geworden. Auf den Fotos ist es natürlich nicht dasselbe und in Wirklichkeit ist es nochmal viel angenehmer. Ich hoffe und sie geben auch, dass das Wetter ein bisschen kühler wird. Ich kann nicht mehr reden. Wir haben schon nach 10 Uhr. dass es ein bisschen kühler wird, dann wird der Raum auch für die Kollegen etwas angenehmer. Ich habe die Rollos jetzt runtergelassen, also so nicht komplett mit Schlitz und ich sticht hier gerade eine Mücke. Mit Schlitz und habe alle Fenster gekippt, sodass ein bisschen reinwehen kann die Luft.
In Anbetracht der Uhrzeit haben wir gedacht, wir duschen und essen nur noch ein bisschen Wassermelone. Und die Suppe, die machen wir dann morgen oder so, weil es ist echt schon spät. Wir wollen auch schlafen. Deswegen essen wir nur das. Liebe Leute, wir haben den nächsten Tag und ich habe jetzt zwei, drei Anläufe gebraucht, um das irgendwie ein bisschen hinzukriegen. Ich glaube, das muss man tatsächlich üben, ne, mit diesem Band. Und ich glaube, schlafen kann man damit nicht. Also mit meinem Haar kann man damit nicht schlafen. Ich glaube, da braucht man richtig festes Haar, das nicht so rausgleitet, weil mein Haar schon jetzt rausgleitet. Oder ich kann es noch nicht so gut. Also auf jeden Fall, mein Haar ist jetzt trocken. Ich habe ein bisschen Hitzeschutz drauf gesprüht, nur damit es leicht feucht halt wird und drum gewickelt. Aber wie ihr seht, ist es frisch gewaschen und trocken. Was ich euch noch zeigen wollte, bevor ich das Video beende, sind natürlich die Sachen, die wir beim C&A gekauft haben. Und wir waren noch beim TK Maxx und haben dort auch, glaube ich, doch, wir haben da was mitgenommen. Das zeige ich euch und dann wird das Video an der Stelle vorbei sein. Die Tüte ist vom C&A, weil wir da zuerst waren. So, ich hole euch einfach nacheinander die Sachen raus. Also, als erstes haben wir hier so eine Shorts. Die haben wir beim TK Maxx gekauft. Vicky hat sie sich geholt. Ja, so schaut sie aus. Eine ganz einfache Shorts. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch der Preis drauf ist. Da ist der Preis. Und die Marke heißt Rebel. So. So schaut es aus. Ich lege es mal kurz hier hin, um euch das besser zeigen zu können. So schaut die Shorts aus. Ich werde sie jetzt nicht also an Vicky anprobieren. Vicky ist gerade dabei, uns, oder besser gesagt für ihren Bruder, als auch für uns frisch gepressten Saft zu machen. Preis habe ich euch gezeigt. Dann als nächstes habe ich, also guck mal, wie das passt eigentlich, aber ich habe mir für 7 € so ein T-Shirt geholt. Das ist so etwas verkürzt. Das machen wir mal kurz zur Seite. Ist ein Bench-Shirt. Fand ich ganz gut, so zum Yoga gehen. Mir haben hier diese Sonnenteilchen drauf gut gefallen. Das ist jetzt nicht super lang, eher quadratisch. Und ich denke, so zum Yoga gehen oder ein zu Hause tragen für 7 € ist es echt schön. Als nächstes hat Vicky sich diesen Bikini beim C&A geholt. Das Oberteil, Moment, wo sind die Preise? Vom Oberteil. Das Oberteil hat 10 € gekostet, also so einen einfachen. Und das Unterteil auch 10 €. Und zum Drüberwerfen, oder das kann man auch so tragen, hat sie sich sowas geholt. So ein Oberteil, das hat 26, doch 26 € aufgerundet gekostet. Das ist ein leichter, luftiger Stoff. Und ich glaube, wenn man dann am Strand ist und einfach irgendwie sich was holen möchte, ist das echt schön. Also finde ich schön. Und man kann das auch mit einer Jeans oder so tragen, denke ich. Und ich habe mir 2 Shorts geholt. Diese hier, die fand ich ganz gut. Die ist so etwas länger und breiter hier. Die hat 30 € gekostet, Größe 38. Und dann habe ich noch eine geholt und zwar in der 40. Ich wollte sie auch etwas kleiner haben, aber die gab es leider nicht kleiner. Die gab es nur in 40, aber das ist nicht schlimm. Die hat hier so einen interessanten Verschluss und die war, glaube ich, reduziert auf 25 €. Fand ich auch schön jetzt für den Sommer. Auch die Farbe schön, sieht ein bisschen aus wie ein Rock, ne? Aber wenn man es anhat, sieht man schon, dass es eine Hose ist. Haben beide Hosentaschen hier an der Seite. Ja, das war der gesamte Einkauf. Dann würde ich sagen, beende ich an der Stelle dieses Video. Wenn ich das Teil mal ein bisschen mehr ausprobiert habe, zeige ich euch, wie ich das benutze und wie ich das finde. Aber das muss ich jetzt noch ein paar Mal verwenden. Gut, meine Lieben, danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es dem so ist, freue ich mich natürlich über ein Like und über ein Herz in den Kommentaren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!
Musik.